Und wir sind ein Ninja. Cool. So, und wenn wir denn hier schon mal sind, minus 14 in HP plus 15 AP. Interessant. Hat das Ding irgendwelche... Oh ja, cool, wir könnten unsichtbar werden oder halt irgendwas ähnliches. Nett. Und da unten sind neue Monster aufgetaucht. Und ich kann ehrlich gesagt nur relativ wenig sehen. Oh. Und damit haben wir auch gleich das... Oh, das Einhorn ist klasse. So, wie komme ich jetzt hier raus? Oh, wenn so will. Das Einhorn hat so hinten so einen Pappkasten für die Extrabeinchen. Danke. Okay. Einhorn hat mehr HP. Okay, also ich weiß ganz klar, wer unser Einhorn sein wird in der Zukunft. So, ich will den behalten, einfach durch die Geschwindigkeit. Und, ach verdammt, ich brauche ja eigentlich Lady Liberty. Nee, okay, dann spielst du das Pony für jetzt mal kurz. Einfach um zu sehen, was es in der Zukunft bringt. Oh. Damn. Das Einhorn sieht sogar relativ cool aus. Damn, 300 HP hat der Bruiser. Oh, man muss einfach nur ganze Bild drücken. Das ist ja cool. Und es hat wirklich eindeutig mehr HP. Das ist echt relativ gut hier. Und natürlich hat er geschafft, den noch zu buffen, bevor er drauf geht. Ah. Unfein. Da müssen wir wirklich jetzt aufpassen und vermutlich sogar halt das Lied spielen. Ah, fast 60 Schaden. Vielleicht müssen wir aber auch nicht spielen. Ja, ich denke, das wird gut für uns ausgehen. Ja, das Einhorn sieht echt cool aus und wir haben einen verloren. Rest in peace, Lucy. Ich würde sogar sagen, wir gehen mal ganz kurz hin, wechseln einfach mal durch. Ah, schön, macht's automatisch. Einfach um zu sehen, wie die Animation von dem Vieh ist. Ihr bleibt immer irgendwo. Verdammt, es ist zu schnell, wir kommen hier nicht hoch. Und dann sind sie fusioniert. Oh, noch einer, das behauptet. Sachen zum kaputt machen. Und I can see jack shit. Das ist unglaublich. Oh, noch jemand, der eine Karte will. Haben wir die vielleicht diesmal? Okay, hier geht's nicht lang. Guten Tag. Die Ohren. Das könnte auch ein Hasenkostüm sein. Multifunktionskostüm. Muss nur das Horn abnehmen. Wow! Kollege, was hast du nur für eine Route, die du laufen kannst? Läufst du jetzt hier das ganze Ding entlang? Wehe, dreh dich jetzt bitte um. Ich will dir einfach nur auf den Hinterkopf hauen. Denn diese 20 extra Schaden machen einen Unterschied. Ja, das Vieh sieht weiterhin ziemlich cool aus. Und wir gehen wieder auf die in der Sch. Oh, jetzt haben wir nur 16 Schaden gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Gegner einfach insgesamt stärker sind, dementsprechend.
Na, ja, wieder der ganzen Sache nicht ausgewichen. Damn. Und der Kollege wird auch genug HP haben, dass wir gleich mal die Spezialattacke sehen können. Also einen besseren Heiler gefunden. Ha. Huh. Gut zu wissen. Gut, dann werden wir natürlich hingehen und jetzt wieder falsche Taste, da halt rumschaffen. Du wirst das Pony. Du gehst von mir aus dahin und du gehst wieder zurück zum Roboter, einfach weil man damit schneller fahren kann. Okay, und ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo... Oh, das meinte ich zwar nicht, aber ich dachte, irgendwas ist da versteckt. Entweder Monster oder halt diese Truhe. Schön. Okay, und von da werden wir dann zu den Arkaden wiederkommen. Okay, es gibt ein großes Problem mit dem Unicorn. Und zwar, Lady Liberty kann alle heilen. Das Unicorn nur einen. Das ist dann wirklich die Frage, was man nimmt. Okay, wir haben ein Upgrade bekommen, das uns auch plus 5 gibt, aber ich muss nach unten. Hat's was Neues? Increase AP, Attack Power, Critical und nein, eigentlich nicht. Ist natürlich doof, aber ich habe leider keinen Platz mehr für allzu viel mehr. Ah, greatly increase HP, das wäre natürlich eine schicke Sache, wenn man ein HP oder eher ein Tank hätte. Dann könnte man natürlich gut eher extra HP gebrauchen, aber so. Ja, ich gehe jetzt hin und kauf einfach Sachen. Ich kaufe einfach alles. Das ist natürlich ein schickes Upgrade. Und allzu viel kommt auch nicht mehr. Mein Problem bleibt weiterhin nur Everett, was trägst du? Ja, also ich gehe wieder hin und wechsle auf Lady Liberty zurück. Okay, da unten wäre theoretisch noch einer, aber den spare ich mir mal ganz kurz. Wir gucken schon wieder. Das ist natürlich richtig gut. Die entscheidende Frage ist... Hi Frosch. Oh. Wie viele haben wir jetzt?
Quests. 10 von 12. Was ist das letzte Ding? Keine Ahnung dann. Coolio. Ich weiß nur nicht jetzt, wo ich hin muss. Oh, ich habe die dann doch gefrischt. Cool. Klasse. Vor allem das hier sieht halt schon so aus, als wäre das einer, aber das ist nix. So, und wenn wir hier dann schon sind... Oh, die haben wir auch. Cool, dann können wir das auch gleich noch machen. Das haben wir... Hier hinten ist... Oh, hier ist er. Okay, da haben wir dann im letzten Mal nämlich umgedreht. Die haben wir nach unten uns geschmissen. Medic hat aber 150, ist ja niedlich. Wird trotzdem leider nicht im einen Angriff drauf gehen. Oder doch. Level 7. Macht einen Unterschied. Wäre schön gewesen, wenn der andere den angegriffen hätte. Oh, das geht aber auch, okay. Ja, der Schaden ist nochmal eine Ecke gestiegen. Dementsprechend können wir jetzt auch mit... Ah, verdammt. Ah, schön, dass ich muss jetzt den nicht direkt angreifen. Ich gehe gleich auf den anderen. Denn beide Superattacken machen Flächenschaden. Oder er geht dann so drauf. Ist auch okay. Alle machen sich Sorgen um Gas. Sind ja so lieb. So. Wir können die Abkürzung hier eigentlich gleich nehmen. Denn wir haben eigentlich nichts mehr zu tun hier. Achievement auch geschafft und es gibt sonst nichts mehr zu tun. Ach so, Suburbs Bobbing for Apples. Dementsprechend muss ich da nochmal zurück. Okay, dann würde ich sagen, dann mache ich das schnell und dann geht's los Richtung Eingang oder durch den Eingang durch. Pumpkin, fehlt uns leider noch eine Sache und dann vermutlich die Anleitung. Vielleicht kriegen wir das im nächsten Bereich. Das ist cool. Man muss nicht damit sprechen, man kann es aber nur gegenschlagen und das reicht. Thank you.
Gott, die sind ja niedlich. Die sind alle low level. Also wie man sieht, wenn man zurückgeht, hat man immer noch die Möglichkeit, gegen neue zu kämpfen. Und wenn man halt geisteskrank ist, könnte man halt auch hingehen und scheinbar hier grinden. Wo vermutlich der Unterschied jetzt auch von Erfahrung etwas zu heftig ist, dass sich das ernsthaft lohnt. So, und wenn wir jetzt hier eh schon sind. Ja, sie hat andere Sachen. Oder neue Sachen, keine Ahnung. Strong Counterattack. Yes. Und da könnte man dann auch wieder überlegen, ob Lucy, ob Lucy nicht die alte Variante übernimmt. Könnte gar nicht mal so falsch sein. Haha, oder man ist ein bisschen clever. Und zwar, ich habe mich in dem Gebiet umgeguckt und habe gesehen, dass alle Sachen, all die ganzen Müllsäcke und ähnliches, wo man extra Candy rausbekommen kann, wieder gespawnt sind. Dementsprechend bin ich hingegangen, habe schon nochmal 500 gesammelt und die Rotten Egg-Fähigkeit ebenfalls noch gekauft. So, los geht's. Oh, jetzt sind wir hier. Den Punkt, den wir am Anfang gesehen hatten. So, bevor ich mich auf das Offensichtliche stürze. Ist hier hinten noch irgend... Okay, wir sind trotzdem noch zu dritt. Und die sind zu zweit. Und Level 8. Oha. Aber ich denke, wir haben eine gute Aufstellung hier. Auch mit Lady Liberty am Start. Und Lucy kann jetzt ebenfalls Counterattack einsetzen. Also ich denke, egal wer jetzt fast angegriffen wird, es gibt eine gute Chance, dass wir das nutzen können. Ja.
Ja, schön, die greifen jetzt auch beide, die an die auch angreifen können. Jetzt gucken wir mal die neue Counterfähigkeit. Ordentlich. Ein Schaden. That's racist. That's even more racist. Okay, und das Übel ist natürlich 1000 HP. Oha. Da müssen wir jetzt definitiv aufpassen. Und da ist auch wieder ganz gut gewesen, Lady Liberty dabei zu haben, denke ich. Und die kann jetzt alle wieder heilen. Und wir sind damit dann auf der sicheren Seite. Ja. Ich denke, es gibt hier keinen Grund, uns erstmal zurückzuhalten. Ha? Warum sollten wir uns zurückziehen? Denn aktuell läuft es doch eigentlich richtig gut. Vielleicht war das eher ein Taunt an den Gegner? Damn! You will pay for this. Verdammt, Stunt! Ha, aber ausgewichen. Ich gehe nicht auf Nummer sicher, sondern ich greife an. Was? Oh, na ganz toll. Oh, sehr gut. Denn wir haben das Problem, wir müssen jetzt... Oh, oder sie nutzt einfach die Ernst. Gut. Nevermind. Ich dachte, die wäre jetzt aufgebraucht, aber das ist ja nicht so. Okay. Das geht vollkommen in Ordnung. Holy shit, what? Klasse, Lady Liberty ist dann, das ist natürlich... Und ich verfehle. Oh boy. Ja, das könnte jetzt ganz, ganz, ganz lustig werden. Vor allem die Sache ist einfach, der ist nicht mal... Der ist stark, aber er hält nicht viel aus. Oh verdammt, das könnte ganz böse enden hier.